So, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einem neuen Kiosk-Interview. Heute ist mein Gast Danilo. Vielen Dank. Und kannst deinen Nachnamen kurz richtig aussprechen? Also Danilo Cristilli. Danilo Cristilli. Italiano. Und wir reden heute über ein ernstes Thema, aber heute auch noch ein paar andere Fragen mit rein. Also erstmal so ein bisschen reinzukommen. Wie fühlt sich denn hier überhaupt? Ja, geil. Also mal was anderes, so ein Interview mitten auf der Straße. Also, aber geil, irgendwie coole Atmosphäre. Geil. Respekt über das Thema, was wir heute sprechen werden. Es geht hauptsächlich um, sag's mal einfach mal selbst am besten. Ja, um das Thema Essstörungen, Sportsucht, Diäten. Also bei mir war es so, viele wissen einfach nicht, wie man sich normal ernährt mittlerweile, weil jede Woche bzw. jeden Tag kommen irgendwelche Studien über das Thema Essen, Ernährung, Diäten, Schlanksein raus und viele haben sich selbst verloren und haben die ja auch kein Selbstbewusstsein mehr und wissen einfach nicht mehr, was richtig, was falsch ist. Und ich will einfach mal ein bisschen Klartext sprechen und über meine Vergangenheit, was so bei mir passiert ist mit den ganzen Diäten und so weiter. Und wie das mich zerstört hat, auch von der Psyche her. Da auf jeden Fall Respekt, dass er es heute macht. Und ich finde, es ist halt einfach ein wichtiges Thema. Ich selbst habe auch über ein Thema gesprochen, was mich jahrelang belastet hat mit der Haartransplantation. Und ich finde, wenn es Menschen hilft und nachhaltig ist, ist es für mich gut, dass man sowas machen kann, auch so eine Plattform hier, dass man da einfach gucken kann, weil so viele Menschen auch einfach gar nicht trauen und das wirst du auch gleich alles, glaube ich, erzählen. Ja. Und wir fangen aber erstmal mit ein paar Community-Fragen an. Ja, gerne. Mein Sohn hat dich gerade erkannt. Ja, können wir gerne machen. Wir drehen nämlich gerade ein Interview, aber kann er gerne machen. Super, entschuldige. Kein Stress, wir sind hier alles. Nein. Wir machen hier ein Interview, kannst du was reinkommen? Mach ein Foto, komm ruhig her hier. Komm ruhig in die Mitte hier. Mach's gut, ne? Alles klar, ich danke euch. Kein Problem, mach's gut. Ciao. Das ist nun mal, ne? Reale Situation und darum mache ich die Atmosphäre auch hier. Vielleicht so ein bisschen als Einleitung, wo kommst du her, was hast du vorher so gemacht und wie kam es überhaupt, dass du ins Fernsehen gekommen bist, glaube ich erstmal. Also ursprünglich komme ich aus Villingen-Schwenningen, das ist eine kleine Stadt im Schwarzwald. Bin dort geboren, aufgewachsen, bin 23 Jahre alt, habe eine ganz normale Ausbildung gemacht als Sport- und Fitnesskaufmann, habe mich dann selbstständig gemacht als Personal Trainer, habe angefangen so nebenbei einfach ein paar Kunden zu betreuen. Dann kam die Sache mit Love Island, so habe ich mich mal so just for fun, habe ich gedacht, okay, komm, probieren wir mal. Die Staffel habe ich auch auf jeden Fall geguckt. Ja, oh je, okay. Aber ich glaube, über das Thema sprechen wir mal anders. Nee, auf jeden Fall, ich wollte immer so, früher wollte ich immer Profi werden. Ich wollte immer irgendwas machen, was nicht normal ist. So irgendwie halt was Außergewöhnliches. Ja, mit Fußball hat es nicht geklappt, weil ich mich am Knie verletzt habe, 3 Knieoperationen hinter mir. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, vielleicht mal ins Fernsehen, so Schauspiel. Das hast du mir privat erzählt, du hast halt richtig gut auch gespielt, ne, tatsächlich auch. Also habe in der Jugend Bundesliga gespielt, erst in Freiburg und dann in Kaiserslautern. Das heißt jetzt Bundesliga, genau. Das heißt schon, das heißt so, du wärst auf jeden Fall, wenn du dran geblieben wärst, wahrscheinlich hättest du höherklassig spielen können. Auch hätte passieren können. Ja. Jugend ist immer noch mal was anderes als dann aktive, aber ich wollte es unbedingt werden. Ich war kurz davor, aber es gehört immer so viel dazu. Also Fußballprofi, man braucht Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber ich wollte es, ich war nah dran, Talent hatte ich auch, nur halt dann die Verletzung kam und dann war das Thema für mich irgendwann mal gegessen. Dann habe ich halt gedacht, okay, komm, Schauspielbereich, mich schon immer so extrem gereizt, aber es war halt immer so weit weg, weil wenn du im jungen Alter irgendjemand erzählst, du wirst Schauspieler werden, die Leute, die lachen einen aus, die sagen, ach, geh normal arbeiten, mach eine normale Ausbildung, geh zur Schule, mach was Vernünftiges, studier und so weiter. Deswegen, man traut sich darüber gar nicht so zu sprechen, deswegen ist es so eine Sache, wo ich für mich einfach behalten habe irgendwo. Aber es ist auch gut, dass man die Sachen nicht anspricht. Also allgemein auch einfach nicht immer all so seine Ziele erzählen, sondern für sich behalten, auch seine Träume schützen und sowas. Nicht so viel erzählen, so, weißt du, ich meine? Das Ding ist, weil einfach es sehr viele, nicht böse gemeint, negative Menschen gibt oder Menschen mit ganz anderen Perspektiven, die halt nicht an deinen Traum glauben oder so. Und die das halt schnell kaputt machen können. Und weil die auch immer erzählen möchten, das wäre so ungreifbar, das mach was Normales, genau, dies, das und so. Du kommst ja auch so ein bisschen aus einer kleineren Stadt. Da ist es für die gar nicht im Kopf, dass es so weit gehen kann, weißt du, was ich meine? Und die ziehen dich halt eher runter. Deswegen war es für mich klar, am Anfang habe ich noch viel gesprochen, aber dann schnell gemerkt, okay, das zieht mich eigentlich nur runter. Ich behalte vieles einfach nur noch für mich. Ja, und dann kam halt irgendwann Love Island eben. Dachte ich mir, okay, komm. Kommst du mal ins Fernsehen, machst mal eine coole Erfahrung. Ja, schaust einfach mal, was so passiert. Dann war ich eben bei Love Island, kam danach raus. Danach kam halt die, oh, was kommt da Feines?
Aaron, vielen Dank. Bro, danke schön. Danke schön. Darf ich vorstellen, kannst du mal kurz hier reingucken? Und das ist übrigens der liebe Aaron, der versorgt uns immer mit guten Sachen. Und auch boah, geil. Sachen. Guck mal hier am besten hier rein. Hier so. Wo muss, ey, wo, hier, hier, sieht so aus, als ob du musst mit einem Auge da und mit dem anderen da. Aaron Saftladen, richtig guter Laden in Köln, wenn ihr hier seid. Test auf jeden Fall. Er macht wirklich richtig gute Juices, gute Bowls. Gibt's hier und auch noch hier die oben? Auch da noch, genau. Und ja, jetzt hat er uns versorgt. Ja, danke, Bro. Gerne, Brudi. Ich hab dir mal einen Löffel vorbereitet. Ich hoffe, du kommst damit klar. Brauchst du einen klar? Tisch? Nee, alles gut. Okay, danke dir. Ich hoffe, die auch Fische. Nee, Spaß. Aaron, viel Spaß Dank. Euch beim Interview. Danke. Ja. Ciao. Bester Mann auf jeden Fall. Hier, Aaron Saftladen, guckt euch mal bitte. Guckt euch mal. Ich halte es mal jetzt hier rein. Ja. Also hier am besten. Hier. Na, kann man sehen? Koste mal und sag mal deine ehrliche Meinung. Ja. Da machen wir doch direkt noch eine Insta-Story draus. Und auch bestens versorgt von Aaron Saftladen. Ne? Auch mitten im Interview, ein bisschen snacken. Wie schmeckt's? Richtig geil. Nice. Richtig fresh. Ja, dann kam die Anfrage, beziehungsweise ich habe mich ganz normal beworben bei Love Island. Und ich dachte mir, okay, komm, vielleicht geht's mal in die Richtung, so Fernseher. Wer weiß, einfach mal probieren, ja. Und ich war Single, ich habe gedacht, okay, Dating, vielleicht lernt man noch eine Frau kennen, man weiß ja nie. Ich bin generell offen, ob man jetzt im Fernsehen eine Frau kennenlernt oder auf der Straße, war mir zu dem Zeitpunkt egal. War ich eben dort, bin ich rausgekommen und dann kam, ich glaube eine Woche später, das weiß ich noch ganz genau, die Anfrage von Köln, ob ich Interesse habe mitzumachen. Und ich so erstmal, was? Köln? So, ich habe das mit 16 jeden Tag geschaut. So einfach so aus der Kleinstadt, ganz normal am Arbeiten, Ausbildung, habe eine Anfrage von diesem Format. Klar musste ich erstmal ein Casting machen, erstmal überzeugen, aber schon allein die Anfrage. Und dann, klar, habe ich direkt gesagt, auf jeden Fall, Casting sofort gemacht. War erstmal ein krasses Casting, musste ich erstmal mich überwinden. Und einfach dazu sagen, das muss man sich, sehr, also aus meiner Sichtweise mal, seit 2012, ja, sind wir ja praktisch schon am Produzieren, seit 2013, und dann sagst du, mit 16 guckst du das. Ja. Weißt du, wie ich mich fühle gerade? Ich bin 30 geworden. Du sagst, ich weiß genau, ja, aber es ist so. Weil, bevor ich dann zu Köln kam, war das genau dasselbe Gefühl, bloß bei Berlin Tag und Nacht. Ja. Dann sagst du, oh, die, weißt du? Ja, ja, genau. Genau, und dann ist man halt so dankbar dabei, halt einfach zu sein. Halt einfach. Extrem. Und das merkt man bei Danilo auf jeden Fall. Er hat richtig Bock und es ist schön, dich im Cast zu haben tatsächlich, ja, auch. Danke, Mann. Freut mich auf jeden Fall. Es war halt immer so extrem weit weg alles, so als wärt ihr so in einer anderen Welt, als würdet ihr in einer anderen Welt leben und so, aber... Ist es für dich jetzt wie die, ist diese Welt auch für dich jetzt anders? Du reifst ja auch schon in der Zeit ziemlich auch, muss man ganz ehrlich sagen, oder? Ja, es ist auf jeden Fall anders, also in dem Punkt einfach nicht mein, also mein Leben hat sich nicht irgendwie verändert, so dass ich irgendwie morgens anders aufstehe oder so oder zu Hause mir anders Essen mache, das ist alles gleich, nur man wird halt erkannt, man schaut halt mehr, was man macht. Ja, du kannst nicht irgendeinen Scheiß machen, weil es schauen mehrere Augen auf dich quasi. Man muss einfach vorsichtiger sein, aber sonst... Genau, man steht in der Öffentlichkeit, das schon. Aber mein Leben jetzt an sich, so mein privates Leben, klar hat sich verändert. Ich bin hierher gezogen nach Köln, neue Leute, neue Menschen kennengelernt. Aber sonst, meine Bedürfnisse sind immer noch die gleichen. So. Das, was ich brauche, das so Essen, Trinken, zu Hause, Freunde, ist mir immer noch sehr, sehr wichtig und das behalte ich auch auf jeden Fall bei. Du hast einen Halt, ja, und man, wenn man Love Island guckt hat, hat man ja auch deine Mutter gesehen. Ja. Und ich glaube, das hat auch Familie für dich das Wichtigste ist mit so. Ne? Ja. Auch italienisch, auch allgemein, das ist immer sehr hoch Priorität. Ja. Und deine Mom so auch, glaube ich, auch viel, also ein sehr gutes Verhältnis, hat man gemerkt, einfach da gutes Verhältnis. Ja, ja. Und das ist wichtig, du hast wie so eine Space. Also so wie so ein Rückzugsort. Ja. Ich glaube, du kannst jetzt schon sagen, in der Medienbranche, was ich meine mit diesen Abheben auch manchmal, Höhenflüge, ja, oder Sachen nicht mehr so wertschätzen, Neid, Medienbranche, dies, das, so, ne? Wie erfährst du für dich die Medienbranche? Boah, die ist schon heftig. Also anfangs hatte ich extrem damit zu kämpfen. Als ich raus bin von Love Island, war ich erstmal geflasht, weil du siehst deinen Namen plötzlich in der Bild-Zeitung, du siehst deinen Namen in irgendwelchen Magazinen und vieles halt steht da drin, wo gar nicht stimmt auch. Also die erfinden halt viel auch. Und da siehst du erstmal Danilo Arschloch, Danilo verarscht die Frauen, Danilo. Stimmt. Weißt du, und damit musst du erstmal klarkommen. Und ich bin nicht der Typ, der irgendwelche Menschen verarscht. Das war ich nie und das werde ich auch nie sein. Damit muss man halt erstmal klarkommen, dass das einfach nochmal
ein ganz anderes Bild ist, was die über einen schreiben. Und ja, man muss einfach aufpassen und man wächst damit rein, aber man kommt damit klar, man muss es trennen können. Ja, Danilo privat ist einfach Danilo und was die Medien über einen schreiben, ist halt so, ist halt in dieser Branche so, damit muss man schon klarkommen. Da muss man schon, also es ist nicht ohne, anfangs ging es mir richtig dreckig, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ja, das hat man auch gemerkt, aber es hat so am Anfang neu, wie du sagst, eine eigene Welt und ist teilweise auch eine eigene Welt. Ja. Man fragt immer die ganzen Hollywood-Stars zum Beispiel, warum konsumieren die so viel zum Beispiel Zeug, Drogen und sonst was? Weil man manchmal auch sich betäuben möchte, weißt du, was ich meine, weil es so viel einprasselt. Deswegen auch Justin Bieber und sowas, dass sie halt darüber sprechen und sowas. Aber das Wichtige ist, dass man klar bleibt. Ja. Und ich glaube, bei dir halt, wie gesagt, kann ich auch an dieser Stelle sagen, halt einfach vernünftiger Junge, der Bock auf das hat. Und das ist das Schöne daran einfach. Deswegen sage ich auch, ja, gut. Aber man weiß nie, ne, was die Zeit bringt. Ja, natürlich. Man weiß nie und man soll das auch immer schätzen. Ja? Man weiß nie, wie lange man in dieser Branche ist. Es kann von heute auf morgen vorbei sein. Klar, ich wünsche mir das, dass ich das also für die nächste Zeit auf jeden Fall machen werde, weil es mir unglaublich Spaß macht. Aber man weiß nie, wo es hingeht. Aber es ist auch schwierig, wieder zurück in ein normales Leben zu kommen, glaube ich dann einfach. Glaube ich auch. Aber selbst wenn es so wäre, dann ist es halt so. Ich hätte nichts, also es wäre sehr schade, klar, aber wäre halt dann so. Also, ja. Ich würde sagen, wir heben uns mal die anderen Fragen mal so ein bisschen für später auf, nochmal ein bisschen aufzulockern. Weil wir jetzt ja über ein Thema sprechen, was halt einfach so auch ein ernstes Thema ist, was dich betrifft. Essstörung. Es ist ein Thema, wo ich ja zum Beispiel nicht so die Erfahrung habe. Aber ich finde es auch jetzt interessant, das auch mal von dir zu hören, so wie das beginnt, was passiert, wie man sich fühlt und was es eigentlich bedeutet überhaupt. Also zum Beginn erstmal, es hat so mit 12, 13 Jahren angefangen. Wie ich schon vorhin erzählt habe, ich war Fußball, ich wollte unbedingt Profi werden und es war halt immer extremer Druck da, ja, also vor allem die Trainer und du musstest dich jede Woche wiegen und so weiter, ja, und dann kam halt mal ein Trainer zu mir und man nannte mich irgendwie Specki oder so, ja, und in dem Alter mit 12, 13 hat es mich halt extrem getroffen, so dachte ich, fuck, Specki, ich, so ich war richtig dünn, aber der hatte es halt irgendwie als Spaß, aber irgendwie auch ernst gemeint. Und es klingt erstmal so, ja, da rein, da raus eigentlich, aber mit 12, 13 war es halt nicht so. Ich wollte unbedingt Profi werden und dann fing es an, dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt abnehmen, bis der mich nicht mehr Speckchen nennt. Dann habe ich extrem abgenommen, schon mit 13, Diät gemacht, abends nichts mehr gegessen. Dann fing es schon an mit Hungern, ja, habe ich gehungert, dann war ich aber dünn, dann war ich froh. Aber dann kamen irgendwann die Fressattacken. Als Zwölfjähriger schon. Als Zwölfjähriger schon, ja. Wegen einer Aussage von einem Menschen, der sich speckig nannte. Genau. Warst du denn? Du warst dünn. Ich war dünn. Also ich war ganz normal. Das hatte ich dann schon so im Kopf. Das hat mich schon so im Kopf. Ein Satz, weil ich wollte immer perfekt. Ich war immer so ein Perfektionist. Ich wollte das nicht zu 100%, sondern so 1000% machen und extrem diszipliniert halt dahinter. Und dann wollte ich halt mit Kampf gegen meinen Körper quasi an dieses Ziel kommen. Habe ich es geschafft, aber der Körper holt sich alles zurück. Wenn du gegen ihn schießt, holt er sich alles zurück. Und so war es dann. Dann wurde ich wieder dicker durch die Fressattacken wieder zugenommen, wieder abgenommen. Dann habe ich Low Carb Diät probiert. Dann habe ich friss die Hälfte. Dann habe ich nur Gemüse. Dann habe ich nur Protein. Dann habe ich also wirklich jede Diät auf der Welt, die es quasi gibt, habe ich ausprobiert. Und das Resultat war immer das gleiche. Ich habe abgenommen, ja, war kurzfristig vielleicht glücklich, aber dann wieder extrem zugenommen und dann hat es mich zerstört. Dann hatte ich dieses Kopfkino und ich bin da nicht rausgekommen. Und Ende der Geschichte, ich bin durch die Jahre eher immer dicker geworden. Statt abzunehmen oder schlank zu bleiben, bin ich eher dicker geworden, weil ich halt immer extrem gehungert habe und durch die Fressattacken dann zugenommen habe. Und da war ich halt dann gefangen und bin nicht mehr rausgekommen. Keine Chance. Aber was genau, also erstmal überhaupt, also erstmal Punkt 1. Alles, was in der Jugend passiert, also passiert, das prägt ja einen irgendwo auch in der Kindheit und sowas. Und manche Wörter, das ist halt das, was so ein bisschen grenzwertig ist. Manche Wörter liegen bei einem viel schwerer, als man vielleicht denkt. Vor allem von den erwachsenen Menschen auch, ne? Vor allem auch bei Jugendlichen, die noch nicht richtig damit umgehen können. Das ist halt einfach, du hast halt einfach direkt einen Komplex bekommen dadurch, durch ein Wort. Und wenn mir einer gesagt hat, Danilo, du hast zugenommen, das war das Schlimmste für mich. Das war wirklich, du hättest mich versprügeln können, das würde nicht so wehtun, wie wenn du mir gesagt hast, Danilo, du hast zugenommen.
Aber woher kommt das denn am Ende des Tages? Hast du mal, also ich meine, wenn du jetzt so zurückanalysierst, ja, weil du hast doch eigentlich auch eine Familie, die hätte auch, ja, wie hat die das denn wahrgenommen, weil wenn du halt 12-jährige Diäten anfängst? Ich hab nicht darüber gesprochen. So, ich wollte mich, also ich habe dann einfach gesagt, ich esse abends nichts mehr und für die war das dann okay. Ich habe mich immer so versucht wegzuschleichen, quasi, dass sie es nicht bemerken. Und da war es auch noch nicht so schlimm. Das Schlimme kam mir dann erst später, weil ich hatte ein falsches Selbstbild von mir selber dann. Also ich fand mich immer zu dick. Selbst als ich in meiner krassesten Phase hatte ich mal 6% Körperfett, Danny. Ich sah aus, da war ich nur noch so, da waren nur noch Knochen dran. Und selbst da war ich unzufrieden mit mir. Wie alt? Da war ich schon 19. Da war ich 19. Genau. Und da habe ich auch ein Bild, ich kann es dir auch mal schicken, vielleicht kannst du es dann nochmal irgendwie... Nee, sag, du hast ein Bild, das kannst du mir, das können wir hier mal einblenden. Da war ich, 6% Körperfett und selbst da war ich unzufrieden. Dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also jetzt bin ich bald magersüchtig und ich bin immer noch zu dick in meinem Kopf. Ja? Da wusste ich, das hat einfach was Psychisches. Also da stimmt was mit der Psyche nicht. Und dann habe ich halt angefangen, irgendwie an mir zu arbeiten, mental und so. Und dann kam das auch daraus. Bei 6% Körperfett, ja, noch gesagt, ich bin zu dick. Ja. Also wie stellt man sich das vor? Du musst es so verstehen, also so erklären mal, dass ich das auch verstehe. Weil das kann man, also kann man das überhaupt verstehen? Nee, das kann man nicht verstehen. Deswegen, dieses Video, oder ich will auch nur diese Person ansprechen, die wirklich dieses Problem haben, und es gibt extrem viele, nur die trauen sich darüber nicht zu sprechen, weil ich... Aber warum? Weil die Angst davor haben. Die haben Angst davor, darüber zu sprechen und dazu zu stehen, weil die denken, es ist das Schlimmste, was es gibt. Das war bei mir auch so damals. Ich dachte, das ist das Krankhafteste und das Schlimmste, was es gibt, und ich dachte, ich wäre der einzige Mensch auf dieser Welt, der dieses Problem hat. Und dann habe ich durchs Internet erfahren, zum Glück, dass es auch noch andere Menschen gibt, die dieses Problem mit sich haben. Die haben einfach falsches Selbstbild, mangelndes Selbstbewusstsein. Die wissen nicht mehr, wie man sich richtig ernährt, richtig falsch. Die haben kein Hungergefühl mehr, kein Sättigungsgefühl mehr. Und du führst quasi nur noch eine Beziehung mit dem Essen. Weißt du, wie mein soziales Umfeld war am Arsch, weil ich nur noch, ich dachte, okay, zum Beispiel so sah ein Tag aus, ja. Ich dachte, okay, morgen treffe ich mich mit Danny. Okay, dann muss ich davor frühstücken. Da habe ich schon so und so viel Kalorien in mir. Dann gehe ich zu Danny und dann am Abend habe ich schon das und das im Kopf, was ich esse, wie viel Gramm, dass ich nicht zunehme und so. Also es war schon alles in meinem Kopf strukturiert für den Tag danach, was ich esse, wann ich Sport mache. Wenn ich keinen Sport gemacht habe, das war eh das Allerschlimmste. Da dachte ich, okay, jetzt nehme ich komplett zu. Also es war wirklich, du bist einfach gefangen. Du bist nicht frei. Du hast kein freies Leben, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt einfach mal raus, Spaß haben mit meinen Jungs. Nein, du hast immer diesen Hintergedanke, danach essen und danach so, also es ist krank. Aber verstehe ich das richtig? Du hast von 12. Lebensjahr bis zum 19. Lebensjahr das gehabt? Oder wie viele Jahre jetzt insgesamt? Ja, also bis vor kurzem noch. Also ich würde sagen, so jetzt seit 2,5 Jahren esse ich relativ normal. Seit 2,5 Jahren. Aber ich bin immer noch in diesem Prozess, normal zu werden, sage ich mal. So mit 12 angefangen bis 22. Ja, bis 20 kann man sagen. Und dann habe ich angefangen, es zuzulassen, dass ich esse ohne... Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Meine schlimmste Zeit war auch die, wo ich mir sogar nach dem Essen Finger in den Hals gesteckt habe. Okay, das wollte ich Ihnen jetzt nicht fragen. Ja, das war... Du hast halt angefangen. Ja. Ach krass, also das heißt, nächster Schritt von das ist dann halt einfach dann wieder... Ich habe meine Fressattacken gehabt, danach hatte ich extrem schlechtes Gewissen, weil ich dachte, okay, fuck, jetzt werde ich fett. Finger in den Hals gesteckt und das Essen rausgespuckt. Und dann wieder Fressattacken gehabt, Finger rein, raus. Da war ich quasi auf der sicheren Seite. So denkt ein Essgestörter. Auf der sicheren Seite? Das Essen wieder raus? Ja, so. Aber das ist nicht richtig, oder? Ist es? Nein, ich meine, das ist, man kriegt das Essen eh nicht mehr direkt wieder raus. Nee, also ein Teil schon, aber ein Teil bleibt immer irgendwo hängen. Aber einfach für das Gewissen, dass du quasi leer bist, so dass du nicht zunimmst. So, ich habe Essen war kein Freund, Essen war ein Feind. Ich hatte keine gesunde Beziehung zu dem Essen. Und also hast du es auch nicht genossen, oder was? Nee, gar nicht. Das war wie so, ich muss es jetzt einfach machen, um zu überleben, oder genau, was? Genau. Und ich habe es nur gesehen, um abzunehmen immer.
Also ich saß da, ich wollte immer extra wenig essen, dass ich abnehme. Ich habe nie gegessen, um mich satt, um mich gut zu fühlen, um mich vital zu fühlen, um Energie zu haben. Nein, ich habe es immer genutzt, um mich zu zerstören quasi. Ja, es war heftig. Aber jetzt, um noch mal ein bisschen tiefgründiger reinzugehen. Mhm. Also das heißt, weil ich... Es war für dich anstrengend, du weißt, du isst gleich sozusagen. Es war halt eine Anstrengung, weil du weißt, ich muss jetzt gleich essen und hast du nebenbei auch Sport gemacht, aber auch, ne? Ja, ja. Also ich habe nicht Sport gemacht, um mich fit zu fühlen, sondern um abzunehmen. Zu kompensieren quasi. Ich habe gegessen, ich musste es sofort verbrennen. Aber ich frage mich, woher kommt das, dieser eine Komplex mit diesen... Was wäre jetzt? Jetzt mal in diesem Moment. Was wäre jetzt? Stell dir vor, du kriegst jetzt eine Plauze. Jetzt wäre es mir nicht mehr schlimm. Ich weiß, ich würde es niemals bekommen, weil ich habe ein gewisses Vertrauen entwickelt in meinem Körper. Ja? Ich vertraue meinem Körper und jeder Mensch hat einen gewissen, wie soll ich sagen, einen gewissen Punkt, einen genetischen Punkt, so ein Gewicht, der für jeden Mensch da ist, der ist da. Und wenn du in Verbindung mit deinem Körper arbeitest, dann hast du das, ohne dich anstrengen zu müssen, ohne irgendwelche krassen Diäten zu machen, irgendwie krass Sport zu machen, aber du musst von der Psyche her gesund sein und vom Körperlichen auch her gesund sein. Und ich glaube auch, dass die meisten Übergewichtigen, die haben zu 95% meiner Meinung nach, sind es psychische Störungen, also psychisch, dass da was nicht stimmt. Deswegen kommt auch dieses Übergewicht, das ist meine Meinung, ja. Weil wenn du hier klar bist, dann bist du auch gut mit deinem Körper. Du weißt, wann du satt bist, du überfrisst dich nicht. Viele fressen so viel aus Frust in sich rein. Das ist ein gutes Thema, was du ansprichst. Ja. Und das ist auch ein Thema, wo es Diskussionsbedarf gibt. Ja. Weil es gibt Menschen, die setzen sich hin. Ich kenne das noch aus Talkshows damals. Ich bin aber mit meinen 100 oder was ich viele Kilo zufrieden. Ja. Aber wenn man sich wirklich bewusst und gesund ernährt, ja. Ich glaube, du bist auch so einer, der sich auch viel mit sowas beschäftigt, auch am Ende des Tages. Es ist doch schön für den Körper. Es geht nicht nur darum, ob du dick oder dünn bist, es geht um die Gesundheit. Genau. Und man kann meiner Meinung nach nicht, ich war ja selbst dick und ich habe mich dann nicht so gesund gefühlt, wie wenn es wirklich gesund ist. Nicht, dass wir über Diäten reden, dass du dünn bist. So. Und es ist auch nicht schlimm, wenn einer korpulenter ist. Aber es geht darum, auch um die Gesundheit. Und das ganze Fastfood reinklatschen ist meiner Meinung nach nicht gesund. Also kann man nicht sagen, eventuell man fühlt sich wohl, vielleicht bildet man sich's ein. Aber ich möchte nicht sagen, dass die alle verrückt sind, aber es ist so, ist es gesund, ist die Frage. Ja. Und dann kommt Diabetes, dann kommen die Krankheiten, das. Das muss man überdenken am Ende des Tages. Und das ist, glaube ich, auch, da teilen wir uns die Meinung auch irgendwo, glaube ich. Sicher, 100% stimme ich dir zu. Aber das ist ja das, was dir der Körper automatisch gibt und zeigt. Wenn du, nehmen wir an, du isst eine Woche gezwungenermaßen jeden Tag Fastfood, morgens, mittags, abends. Du wirst merken, dir fehlt irgendwas, dir fehlt sowas, so ein Saft oder Vitamine. Oder generell, du merkst, du fühlst dich einfach nicht fit. Und dann bist du froh, wenn du mal einen Salat isst. Du denkst dir, boah, geil, das ist gut, mal ein bisschen Gemüse. In ihrer Realität ist der Salat nichts. Ja. Das ist wie so Salat, das macht keinen Sinn. Ich hatte das ja, also nach den Diäten hatte ich ja immer extrem Heißhunger und Lust auf Fastfood, Chips. Und habe ich auch tonnenweise Chips gegessen. Und dann mit der Zeit halt einfach gemerkt, ich habe halt nur Fastfood und so Scheißdreck gefressen. Und dann merkst du automatisch, du kannst keine Chips mehr sehen oder keine Schokolade. Du brauchst was Vitamine hat, was ein bisschen Mineralstoff hat, was dir einfach gut tut. Das kommt aber automatisch. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, wenn man nur Fastfood isst, dass man sich so gut fühlt irgendwie. Kann ich mir nicht vorstellen. Also weiß ich nicht, ob das überhaupt funktioniert, aber gibt sicher auch diese Menschen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich finde einfach, das zeigt mit der Zeit, wenn du nur so Scheiße essen tust, führt das automatisch dazu, dass du gesunde Sachen brauchst, automatisch. Also generell braucht man einfach, du bist ja, was du isst. Es wird Menschen geben, sage ich dir ganz ehrlich, die sagen, na, ist doch alles gut, das passt schon, Hauptsache irgendwas kommt rein und sonst was. Guck mal, die ersten paar Jahre, wo dein Stoffwechsel noch super funktioniert, so von 20 bis 30, irgendwann ist alles super. Aber die Sachen, die wirken sich viel, viel später erst in dein Leben aus. Und dann kommen irgendwann später Probleme. Auf jeden Fall. Aber nochmal zum Thema, warum das Ganze angefangen hat, das ist mir gerade so eingefallen, weil als Esskranke hat man immer diesen Gedanke, man ist erst gut genug, wenn du
die und die Anzahl an Gewicht hast oder du bist erst gut genug, wenn du dünn bist, dann bist du erst glücklich. Und das war immer so anstrengend, du musst dir vorstellen, erst wenn du quasi 70 Kilo erreicht hast, dann bist du glücklich und dann kannst du erst Party machen und dann kannst du erst dich mit Freunden treffen und dann kannst du erst rausgehen. Davor, nein, streng, Training, Essen, richtig streng, streng, streng und dann in 3-4 Wochen, wenn du dein Ziel erreicht hast, dann kannst du rausgehen. Und das war halt extrem anstrengend und auch für die Psyche, irgendwann mal ging halt gar nichts mehr. Da bin ich nicht mehr, konnte ich nicht mehr aufstehen, konnte ich nicht mehr laufen, da war ich einfach so Knockout. Wie meinst du, es ging gar nichts mehr? Weil warum? Also ich bin dann mal nach Spanien abgehauen, auch aus diesem Grund, weil ich abnehmen wollte. Es war einfach so, weil ich in Deutschland habe ich es nicht gepackt abzunehmen, weil Umfeld, ich lebe in einer italienischen Familie, da gibt es halt immer Essen, Trinken den ganzen Tag und ich habe es nicht geschafft, stark zu sein. So hat dieser esskranke Danilo gedacht. Ich war nicht stark genug, um auf das zu verzichten, um abzunehmen und dieses Kilo, diese Gewichtszahl zu erreichen. Und da habe ich gesagt, nee, ich muss abhauen, da habe ich dann meine Ruhe in Spanien und da werde ich es schaffen. Ich habe es geschafft, in 6 Wochen habe ich 13 Kilo abgenommen, natürlich krankhaft. Also macht das. Wie überhaupt, kurz zu erklären, wie du gehst einfach nach Spanien, wo hast du denn da Fuß gefasst und alles? Ich habe einen Verwandten in Spanien gehabt, der mich Gott sei Dank aufgenommen hat und da lief sowieso alles ein bisschen bergab. Meine Eltern haben sich getrennt, Schule lief schlecht, Fußball lief schlecht, alles lief quasi schlecht. Plus kam dann noch mit diesem Abnehmen. Ich habe mich unglaublich unwohl gefühlt, wie die ganze Zeit schon. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe nach Spanien und dort habe ich dann Zeit, um abzunehmen, um abzuschalten und vor allem halt abzunehmen. Das war so mein Ziel. Dann bin ich hin, habe es geschafft, in sechs Wochen 13 Kilo abzunehmen. Nochmal, das Bild kann ich zeigen. Nicht normal. Hast du da ein Bild dazu? Ja. Okay, dann blenden wir das hier auf jeden Fall mal ein. 6 Wochen, also wir reden ja jetzt hier von einer Störung. Das heißt, 13 Kilo in 6 Wochen abzunehmen, ist auf keinen Fall normal. Das kann sogar, glaube ich, sogar, wenn du sagen kannst, das ist gesundheitsgefährdend. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie hast du dich gefühlt? Ich habe mich. Was hast du denn gemacht? Wie hast du gefühlt? Was hast du gemacht? Also in den 6 Wochen habe ich gefühlt am Tag bin ich so 20 Kilometer gelaufen plus Sport gemacht. Und ich habe am Tag. Gute Nacht! Bis dann, Brasil! Ciao, Brasil! Und ich habe am Tag vielleicht eine halbe Portion Nudeln gegessen, das war's. Ich war, glaube ich, in einem Kaloriendefizit von 2000 Kalorien. Ich habe einfach nur gehungert. Das ist der Tagesbedarf, irgendwas wäre. Ja. Ich war im Minus. War dir das bewusst? Klar war es mir bewusst, aber es war mir scheißegal, weil ich wollte abnehmen. Dann hatte ich halt 13 Kilo weniger und ich war unglaublich happy. Aber es ging keine paar Tage, ich hatte Fressanfälle ohne Ende. Ich habe Sachen gegessen, Danny, das waren Tüten voll. Wirklich 2-3 Tüten von Junkfood. Also Chips, Schokolade, Tüten voll, die habe ich leer gefressen. Leer. Nach, genau. Aber was ist, aber das ist ja die Störung daran. Ich glaube, ich verstehe es jetzt mehr, weil das ist ja die Essstörung daran. Das heißt, du hungerst dich bis an den Punkt runter, wo du dich wohlfühlst. Genau. Und ab dem Punkt gibst du dir wieder rein. Genau. Und dann geht das ganz leicht diesen Kreis auf rein. Das ist eine Essstörung, jetzt so gesehen, ne? Genau. Und du hast quasi nur. Aber was fühlst du dich denn, wenn du sagst, jetzt bin ich zufrieden? Jetzt kann ich. Hast essen? Du nicht. Du hast nicht diesen. Du fühlst dich irgendwie nie zufrieden. Du willst immer weiter abnehmen. Aber wo kommt denn der Punkt her, wo du dann wieder rein. Weil du nicht mehr kannst. Du kannst nicht mehr. Du bist so verhungert. Wenn du nur dann eine Süßigkeit isst, zum Beispiel, das ist eine Explosion in deinem Mund. Das ist so, als würdest du. Ich kann es dir beschreiben, als hättest du noch nie was gegessen. So ist das Gefühl und dann kannst du nicht aufhören. Du kannst dich nicht bremsen, weil es so gut tut, dich voll zu fressen. Das ist das geilste Gefühl der Welt, dich zu betäuben, satt zu sein bis hier oben. Es gibt kein geileres Gefühl in der Phase. Und dann fühlst du dich so kacke danach. Dann denkst du, boah, jetzt mache ich die krasse Diät, jetzt esse ich noch weniger. Dann hungerst du dich wieder runter. Aber du in dem Moment, auch wenn du viel gegessen hast, Finger dann? Ja. Okay. In der krassen Phase, ja. Okay. Und dann irgendwann mal hatte ich, wie gesagt, es war dann so schlimm, es war mit 19 so mein höchster Punkt, das war mein Limit. Da ging dann gar nichts mehr. Ich habe Pickel gekriegt überall, trockene Haut, meine Haare sind nicht mehr gewachsen, ich hatte Haarausfall, Stimmungsschwankungen, ich hatte überall Schmerzen, ich habe mich gefühlt wie so ein Opa. So mit 19, mir hat alles wehgetan. Ich so, Alter, was geht da ab? Klar, ich habe keine Nährstoffe in mir gehabt, ist ja klar. Wie soll da irgendwas funktionieren in deinem Körper? Und lauter Probleme kam dann eins nach dem anderen. Ich hatte keine Lust mehr auf Sex. Ich hatte
ist auch ein Thema. Ich hatte keine Lust mehr auf Sex. Ich habe gedacht, was geht aber da? Was heißt es? Dann ging gar nichts mehr sozusagen. Gar nichts mehr, ging gar nichts. Du warst wirklich. Mit dir war nichts mehr anzufangen. Keine Energie mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, das geht nicht mehr weiter. Aber du hast doch, um kurz reinspringen, du hast doch gesagt, du hast dich dann so krass runtergehungert, dann hast du wieder reingefressen und dann hast du gesagt, dann noch krassere Diät hast du. Ja, genau. Weil ich mir sagt, okay, jetzt hast du so Fressattacken gehabt, Danilo. Jetzt wirst du sehen, ab Montag, Montag war immer der internationale Anfangstag, Montag, ab Montag wieder krasse Diät und noch krasser, da isst du noch weniger, damit du noch schneller abnimmst. Wie so eine Bestrafung. Ja, genau. Du hast dich ständig bestraft. Das meine ich, du warst nie in Harmonie mit deinem Körper. Du warst nie gut zu dir selber. Also ich war nie gut zu dir selber. Und das ist das, was diese Essgestörten und auch Sportsucht, das ist ja eine Verbindung. Ess und Sportsucht ist so eine Verbindung, weil du machst Sport, um Kalorien zu verbrennen und du machst Sport, um abzunehmen. Ich habe nicht Sport gemacht, um mich gut zu fühlen und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr auf Sport, so, weil ich das immer nur gemacht habe, gegen mich zu kämpfen. Mittlerweile mache ich Sport, weil ich mich danach gut fühle, weil ich meine, okay, ich brauche diese Bewegung, um mich gut zu fühlen. Ich mache es einfach für meinen Körper, nicht gegen meinen Körper. Wo du wusstest, es geht nach Love Island, ja. Ehrlich gesagt. Du wusstest ja, das ist ja eine sehr körperbetonte Sendung auch. Ja. Ja. Hast du dich da auch nochmal, war das schon normal, was du gemacht hast, oder warst du da noch in so einer Störung drin, dass du sagst, ich habe mich jetzt runtergehungert für dieses Projekt? Runtergehungert auf gar keinen Fall. Unterbewusst ist es auch heute noch da, wo immer wieder so Gedanken kommen, wo kommt, oh, darf ich jetzt, also nicht mehr so extrem, darf ich das jetzt essen? Da muss ich mich selbst immer ertappen und sagen, Danilo, alles gut, vertrau deinem Körper, ess das, was dir gut tut, ess dich satt, so kommunizierst du halt selber mit dir. Aber es war auch bei Love Island nicht so, dass ich, vor Love Island war es nicht so, dass ich sage, okay, ich muss mich jetzt da und da vorbereiten. Das war völlig normal. Wurde das thematisiert da? Hast du auch drüber gesprochen? Nee, gar nicht. Jetzt ist so das erste Mal, wo ich da so offen darüber spreche. Ich habe nie mit jemandem darüber gesprochen, weil ich mich immer schlecht gefühlt habe, so als Versager. So, du denkst, du bist der größte Versager eigentlich. Da überlasse ich dir das Wort gerne. Vielleicht sprichst du mal zu den Leuten, die gerade in so einer Phase stecken. Vielleicht kannst du denen mal jetzt einfach mal sagen, was man am besten in so einer Phase macht und dass man sich auch nicht als Versager fühlen sollte und wo man vielleicht rangeht, dass man da rauskommt. Der allererste Punkt. Sucht euch jemanden, mit dem ihr darüber sprechen könnt. Es ist ganz wichtig, dass ihr einen habt, dass es einfach raus ist. Es ist so eine Art Heilung, einfach darüber zu sprechen. Punkt Nummer zwei, hungert euch nicht runter, lasst es zu. Also gebt eurem Körper das, was er braucht und lasst es einfach zu. Und drittens, Therapie bin ich immer sehr vorsichtig und sehr kritisch, weil jeder Therapeut ist halt anders. Und die meisten Therapeuten gehen nach einer Struktur. Ja? Du gehst hin. Die gehen mit jedem dieselbe Struktur durch und jeder Mensch ist halt individuell. Und da bringt sie nichts, wenn du hingehst und sagst, du hast die Essstörung, dann kommt der und sagt, ja, aber deine Kindheit war so und so. Das hat mir in dem, ich war auch bei einem Therapeut und das hat mir persönlich nicht geholfen. Also es gibt sehr, sehr gute, um Gottes Willen, wenn ihr euch gut dabei fühlt, dann macht das. Aber wenn ihr euch nicht gut dabei fühlt, lasst es und ja, fangt an zu essen, esst euch satt, ihr werdet sehen, Hunger und Sättigung kommen automatisch wieder. Und vertraut euch da selber und schaut einfach mehr nach innen. Das, dieses Äußere, ihr braucht kein Sixpack, um anzukommen. Ihr braucht keinen ultra krassen Body, um irgendwie anzukommen. Ihr braucht einfach Charakter und Selbstbewusstsein und dass ihr einfach zu euch selber steht. Das ist, denke ich. Der Aspekt vielleicht noch, dass du mit reinnimmst, die Gesundheit auch. Ja, ne? Und die Gesundheit auf jeden Fall. Die ist an alleroberste, klar. Vor allem mit der Psyche, das zerstört einen. Und ja. Das sind so die Sachen, wo ich auf jeden Fall mitgeben kann. Es ist noch ein sehr großes Spektrum, weil es einfach von der Psyche her, es ist so, die Psyche kommt erst später hinterher. Also du fängst an zu essen, aber mit der Psyche kommst du immer noch in das alte Muster zurück und es haut dich immer wieder zurück. Aber akzeptiert es und es ist auch okay, wenn es zurückgeht, aber bleibt da konsequent und also isst einfach, auch wenn ihr hungert, ihr müsst weiterhin essen, das zulassen, das ist das Wichtige. Kann ja auch die guten Sachen essen, ne? Das geht ja auch zum Beispiel, es muss nicht immer direkt Fastfood oder sowas sein. Wer hat dir denn, also wie hast du dich denn, wie hast du es erstmal realisiert, dass es so ist? Wie hast du es dir eingestanden? Und wie bist du da überhaupt rausgekommen? Warum hat deine Familie jetzt, sag ich mal, da, das nicht mitbekommen sozusagen? All die Punkte vielleicht uns mal erzählen so. Ah, wrong side. Gut, so, auf.
Also ich bin erst, wie gesagt, seit zweieinhalb Jahren. Seit zweieinhalb Jahren bin ich da draußen. Ich habe angefangen zu meditieren. Stopp. Eine Frage noch vorher. Bist du zu 100% davon überzeugt, dass es auch keine Rückfall mehr geben könnte? Oder meinst du, es kann immer mal sein noch? Oder sagst du, bist du stabil genug, um das zu erkennen? Also ich bin stabil. Ich habe keine Angst, rückfällig zu werden. Ja. Also in dem Punkt, ich werde mir nie wieder die Finger in den Hals stecken. Da kann kommen, was will. Davor kann ich so einen Bauch haben. Das wird nie wieder passieren. Es kann sein, dass ich mal einen Fressanfall habe oder so. Kann sein, aber das Wichtige ist, wie ich dann danach mit mir selber umgehe und sage, okay, es war jetzt so, fertig. Leben geht weiter. Ich habe halt mal jetzt mehr gebraucht. Mein Körper hat das gebraucht und es geht weiter. Und ich mache mir nicht einen Film und sage, boah, fuck, ich muss jetzt Sport machen, ich muss es kompensieren. Das wird nie wieder passieren. Deswegen habe ich da gar keine Angst mehr davor. Das ist schon mal gut. Okay, und dann sorry für die Unterbrechung. Also erzähl, wie dich rausgeholt hast, wie du es erkannt hast und alles. Also wie gesagt, nach diesem Extremen in Spanien bin ich zurück und dann ging ja gar nichts mehr. Da habe ich gesagt, okay, ich muss was ändern, weil ich kann so nicht mehr weiterleben. Also du warst abgenommen in Spanien und hast dir gesagt, ja. Ich muss jetzt wieder zurück. Also du hast ja auch gearbeitet wahrscheinlich da in Spanien alles, ne? Ich bin zurück quasi nach Deutschland und habe dann diese Fressattacken mit Fingern im Hals und so. Und irgendwann mal kam halt der Punkt, wo ich nicht mehr konnte. Ich konnte nicht mehr vom Bett aufstehen und da hat also wirklich, man kann nicht mehr. Du hast keine Kraft mehr, denn du stehst morgens auf, du fühlst dich wie ein, also so habe ich mich gefühlt, wie ein Rentner. Weil guck mal, ich habe 7 Jahre Diäten hinter mir, ich habe 7 Jahre gehungert und extrem gehungert. Das ist für den Körper eine Zerstörung. Und ich konnte nicht mehr aufstehen und keine Kraft mehr. Und meine Mutter dachte, was ist denn mit dir los? So, das ist ja nicht mehr normal, wie so ein alter Opa. Und ich war 19 und da habe ich selber dann bemerkt, okay, Daniel, du musst was ändern. Und da habe ich angefangen zu recherchieren im Internet. Gibt es denn überhaupt solche Menschen, die sowas auch haben? Wie sind die rausgekommen? Wie kommt so eine Essstörung? Ist das normal? Wie komme ich da raus? Und so weiter und so fort. Habe halt recherchiert und dann habe ich schnell bemerkt, Gott sei Dank, dass es viele andere Leute gibt, die das auch haben, die aber Angst davor haben, davor zu sprechen. Aber ich war froh zu sehen, dass es andere Leute gibt, die das auch haben, dann war ich beruhigt. Okay, es gibt jemand anderes, der das auch hat. Ja, und dann habe ich angefangen zu meditieren, auch wenn es jetzt blöd klingt, es ist immer so spirituell, aber Meditation ist einfach, du setzt dich hin und du bist einfach mal in Verbindung mit dir selber, nicht mit deinen Gedanken, sondern lässt einfach mal die Gedanken sein, sondern und bist in deiner Energie, so in deinem wirklichen Ich. So. Und so hat sich das dann entwickelt. Ich habe angefangen zu essen, ich habe gesagt, okay, ich lasse es zu, selbst wenn ich jetzt 10 Kilo zunehme, was ich dann auch, ich habe irgendwie 15 Kilo dann zugenommen, gesagt, es ist okay, ich will gesund werden, ich will nicht mehr diesen Stress haben, auf irgendwelche Geburtstage zu gehen und denken, oh, da gibt es Kuchen, da gehe ich nicht hin oder ich gehe mit Freunden, ich konnte nicht mehr. Ach so, du bist bewusst auf keine Geburtstage gegangen, weil du dachtest, auf keine Geburtstage. Essen, ich könnte Kuchen essen, ich könnte da. Du bist da nicht hingegangen, deswegen? Nee, deswegen. Was hast du den Freunden gesagt? Keine Zeit oder ich habe zu tun oder ich kann nicht oder irgendwas halt. Krass, oder mit Freunden was trinken, was essen, auch egal alles was, alles ging nicht. Das heißt, du hast dich komplett von deinem Umfeld abgekommen. Komplett. Ich möchte nicht. Ja. Das war wirklich, das ist so krass. Also jetzt im Nachhinein, auch wenn ich zurückdenke, das ist wirklich, also es ist krank, es ist eine Krankheit und es ist von der Psyche eine richtige Krankheit und ja, so bin ich dann irgendwie rausgekommen. Zulassen. Meditiert. Also du hast es aus deiner eigenen Kraft geschafft. Ja. Du hast es mit keinem anderen besprochen. Du hast es mit dir, das muss bei dir selbst anfangen. Und ich glaube, bei jedem Menschen da draußen ist es egal, was es ist. Es muss immer bei dir selbst anfangen. Und da braucht man auch, wie du vielleicht auch sagst, keine Therapeuten oder sonst was, weil am Ende des Tages kann man auch alles selbst schaffen, wenn man sich mal ein bisschen mit sich selbst befasst. Das ist das, das ist das. Und das reicht auch einfach nur, wenn man mal sich hinsetzt, Handy weg, Fernseher aus, sich einfach mal hinsetzt. Da kommen so viele Sachen hoch, das muss man einfach mal zu Hause auf der Couch sitzen, alles aus. Und viele können diese Stille gar nicht ertragen, weil da kommt so viel hoch, da passiert so viel und da und da und da. Und das habe ich halt angefangen einfach mal zu machen, so einfach mal die Ruhe zu genießen und zu sehen, was hochkommt. Und immer war es dasselbe, ich muss abnehmen, ich muss dünnen, ich muss da. Und ich sage, nein, du musst nicht abnehmen, um irgendwo anzukommen. Du musst nicht abnehmen, um bei den Frauen anzukommen. Du musst nicht abnehmen, um selbstbewusst zu sein. Das ist alles, Selbstbewusstsein hat nichts mit Dünnsein zu tun. Selbstbewusstsein hat damit zu tun, dass du weißt, wer du bist, was deine Stärken sind, was deine Schwächen sind und dass du dazu stehst einfach. Und das habe ich halt mit der Zeit
gelernt und ja, einfach auch akzeptiert, mich selber zu akzeptieren. Auch viele sagen immer, ja, du musst dich selber akzeptieren. Wenn es so leicht wäre, dann hätte sich jeder sofort akzeptiert und alles wäre gut. Das ist einfach ein Prozess, sich selbst zu akzeptieren ist ein Prozess, Erfahrung zu sammeln. Auch Rückschläge ist sich zu akzeptieren, dass es so war, zum Beispiel, dass du Fehler in der Vergangenheit gemacht hast. Eingestehen, das gehört zu deinem Leben dazu. Es hat dich zu dem geprägt, was du machst. Stärke ist auch daraus zu lernen, genau. Und dann halt auch alles besser zu machen. Genau. Ist ja keine Schwäche. Würdest du den Leuten auch raten, die ja sowas haben, es dem Umfeld zu sagen, trotzdem auch zu stehen im Umfeld? Auf jeden Fall. Dass man einfach sagt, ey, ich habe eine Essstörung. Genau, es tut gut. So wie ich jetzt mit dir hier sitze und über das sprechen kann, das tut gut, weil es befreit. Und du weißt, es reißt dir keiner den Kopf ab, sondern im Gegenteil, es kommen Leute zu dir und sagen, hey, super, du hast mir geholfen. Und es gibt mir persönlich so ein krasses Gefühl, wenn einer kommt und sagt, Danilo, du hast mir geholfen, weil ich das damals genauso gebraucht habe. So im Internet zu schauen, hey, hier mal eine Essstörung, boah, okay, boah, der hat mir so geholfen. Ich habe diesen Leuten in YouTube oder egal wo, die waren persönlich auch geschrieben, so danke, dass es euch gibt, weil es hat mir einfach so eine Last genommen. Und ja, so kam ich dann raus. Bis heute habe ich das immer noch vor jedem Essen und ich bin froh, wenn ich esse. Ich freue mich, dass es Essen gibt. Ich genieße das Essen. Ich koche unglaublich gerne. Und das sieht man auch zum Beispiel, wenn ihr wollt, auch auf Instagram, wenn ihr da irgendwelche Rezepte wollt von Danilo. Er hat immer so eine kleine Kochshow am Start. Ist auch gut, dass du das machst. Deswegen auch die Verbindung. Deine Geschichte in Verbindung mit Essen. Ja. Auch den Leuten was zeigen, wie funktioniert es. Kochen kann auch Spaß machen. Ist auch eine schöne Beschäftigung. Extrem. Alles Gutes. Und ey, guck da mal gerne vorbei, auf jeden Fall bei Instagram. Vielen Dank. Nee, das ist eine Stärke, weil du bist halt einfach in jungen Jahren, selbst da, sag ich mal, rauskommen. Ich glaube, viele Menschen schaffen es vielleicht auch ganz gar nicht. Aber auch, weil sie nicht darüber reden. Aber ich glaube, also jetzt auch, ich hatte mit dem Thema ja vorher nie so eine Ahnung, aber man versteht es schon ein bisschen mehr. Und das verstehe auch die Störung darin, was es ist, so, was es bedeutet das überhaupt. Dieses Selbst, man ist ja immer selbstkritisch, aber das ist ein Extremfall. Du kannst dich selbst nicht sehen im Spiegel. So, du denkst, du bist immer dick, du akzeptierst dich nicht, Essen ist schlecht, Essen ist ein Hass, es ist alles mit Hass und so verbunden. Also da ist nichts, wo mit Harmonie oder mit Liebe zu tun hat. So, Essen ist keine Liebe, es ist so, ist alles so, boah. Ich bin damals immer oft ins Solarium gegangen, dann war ich braun. Und dann haben sie gesagt, boah, du bist voll braun, Digga. Ich so, nee. Ich selbst habe mich als weiß angesehen. Verstehst du, was ich meine? Deswegen kann ich das nachvollziehen. Die Psyche macht viel. Guck dir mal zum Beispiel, wir trainieren ja meistens die Sachen vor bei Köln. Fühlt sich ein Tag scheiße, guckst es dir an nachher rein und denkst, ist doch gar nicht so schlimm gewesen. Kennst du das? Also die Psyche und die Wahrnehmung. Auch Bilder. Wenn du Bilder jetzt von dir machst zum Beispiel, denkst du, oh, sehe ich kacke aus. Ein paar Tage später, boah, da sah ich voll gut aus. Weißt du, ich meine? Die Psyche macht so viel. Also hier geht viel ab und darum auch. Trinke ich keinen Alkohol seit 4 Jahren, darum rauche ich nicht, darum keine Drogen, aus dem einfachen Grund, um das klarer zu behalten. Weil das macht auch viel im Kopf, Psychen oder sonst was. Und man muss auch sagen, die Drogen heutzutage, wie zum Beispiel Marihuana, wird ja auch viel mit Haarspray oder sonst was machen, was man weiß nicht, was es auswirkt. Jeder kann es machen, aber man muss trotzdem immer sich hier oben bewusst sein und sich mal wirklich wahrnehmen, wie sehe ich aus. Und das hast du gut erklärt. Einfach mit sich selber sein und... Was sagt deine Familie heutzutage oder deine Mom jetzt so, dass du da so offen mit umgehst und dass sie vielleicht auch gar nicht gecheckt haben so viele Jahre? Ja, die ist natürlich, also meine Mutter ist unglaublich stolz, wenn sie das sowas sieht, dass ich darüber auch sprechen kann. Und sie weiß halt auch, dass ich sehr, sehr viele Menschen anspreche. Aber ich wollte meine Familie nie mit reinnehmen, weil die das nie verstanden haben, so was ich habe, was für ein Problem ich habe. Ich habe es einmal oder so angesprochen, da ist nur, ja, du schaffst es und so. Aber die wissen nicht, wie extrem schlimm das für mich war in diesem Alter. Und deswegen wollte ich da auch niemand groß mit reinziehen. Deswegen, ich glaube, die ganzen Essgestörten und auch Sportsüchtigen und so, die wissen ganz genau, wovon ich rede. Und ja, sucht euch auf jeden Fall jemanden, mit dem ihr darüber sprechen könnt. Und vertraut euch selber und seht mal nicht das Aussehen als wichtigstes Aspekt oder so. Es ist wichtig, klar, aber die inneren Werte, das ist Fakt. Das ist das, was den Menschen ausmacht, diese Ausstrahlung. Wenn du strahlst, ist 1000-mal attraktiver wie irgendwelche Magermodels, die nichts ausstrahlen. Das wird eh alles retuschiert. Auf den Plakaten, du weißt es selbst, Bearbeitung von Fotos. Da wird die Hüfte noch ein bisschen gemacht mit Photoshop. Das ist halt einfach alles so glatt. Das ist keine Realität. Und genau das ist das, warum die Leute denken, warum sehe ich so nicht aus?
Es, vertraue dir selbst, sei dir bewusst. Und wenn du auch gute Menschen im Umfeld hast, dann bleibst du dann. Also vergleichen, weißt du, ich habe mich auch immer verglichen. Auf Instagram andere Profile, Models angeschaut. Ich so, boah, krass, der sieht gut aus. Ich muss so werden wie der, ich muss so werden wie der. Immer verglichen, ich muss so werden wie der. Ich muss so nicht werden. Ich muss werden, wie ich es wirklich bin und das Maximale rausstrahle. Und auch an alle draußen, ihr müsst nicht irgendwie Instagrammer oder Blogger oder was weiß ich werden. Schaut das, was euch gefällt, was euch Spaß macht. Und selbst wenn ihr Elektriker seid oder Maler oder sonst irgendwas, dann macht das. Und macht das, weil es euch Spaß macht und nicht irgendwie, weil ihr andere überzeugen müsst oder so. Ich dachte auch immer, ich muss ein Star werden, um glücklich zu sein. Aber es fängt hier drinnen an und geht dem nach, was euch einfach gefällt und riskiert viel, probiert aus. Und das ist halt der Weg, sich dann zu akzeptieren. Und irgendwann mal ist man dann da und sagt, okay, ich bin so angekommen irgendwie so. Man kann darüber sprechen, man fühlt sich gut. Und ja, über längere Zeit einfach diese Konstanz und man wird automatisch stärker einfach. Mach's gut, ne? Danke schon, viel Spaß. Ist der Chef übrigens hier und ja, danke, dass wir hier drehen dürfen. Mach schon. Ja. Ciao, ne, und alles Gute. Danke dir. Ja, ja, starke Worte, Digga. Und vor allem auch in jungen Jahren, man vergisst dann auch dadurch, ich glaube, durch diese Zeit, die du da so erlebt hast, bist du auch sehr schnell schon gereift, weil ich habe, also ich habe nicht den Eindruck, dass da im Bewusstsein in vielen Sachen vielleicht ein 23-Jähriger mit mir spricht, ciao, sondern schon vier Jahre weiter und wie deine Mama sagt, da kannst du auf jeden Fall auf dich stolz sein. Ja. Vor allem, dass du so offen redest schon, dass du so sagst, dass du erkannt hast, was du schon durchgemacht hast in der Hinsicht so, hat dich auf jeden Fall geprägt und das ist halt gut. Und du bist auch so ein Beispiel, das, was ich immer meine, es bringt auch nichts, Freunde oder irgendwas so, vielleicht kannst du selbst von Sachen zu überzeugen, mach das, das, das. Jeder muss es selbst erkennen am Ende des Tages, wirklich erkennen selbst. Und das ist halt super, wie du darüber redest und was du sagst. Das ist klar, Digga, und das ist gut. Danke dir auf jeden Fall. Ja, ich habe halt extrem, da ich diese Essstörung hatte, habe ich halt extrem viel Zeit mit mir selber verbracht. Ich war sehr, sehr viel allein und ich habe mich sehr, sehr viel mit mir beschäftigt und auch vieles dann halt herausgefunden, weil wenn du dich selbst nicht mit dir selber auch mal beschäftigst, dann weißt du nie, was gefällt mir überhaupt, was macht mir Spaß, wohin will ich mal oder Dinge ausprobieren. So lässt du dich irgendwie leiten von der Gesellschaft auch und machst da und da und da und da. Und du weißt selber, dann kommst du irgendwann mit 40 bis zu einem Alter und hast irgendwie Midlife-Crisis und denkst dir, was habe ich mein ganzes Leben gemacht? Das ist halt das. Du musst dir auch immer im Klaren sein, was du gerade machst. Macht es dir wirklich Spaß? Muss sich was ändern? Das meine ich so in Verbindung, generell, egal was du machst, in Verbindung mit deinem Körper, in Verbindung mit deinem Inneren, musst du immer eins sein, so in Harmonie einfach. In Harmonie? Ja. Ja, das ist gut, Digga. Ja, Mann. Ja, wirklich, weil... ja, es ist, klingt zwar so kitschig oder so, aber das... Nein, null. Nein, das auf keinen Fall. Ja. Auf keinen Fall. Ja. Ich feiere das voll, weil ich halt auch... Ich glaube, das ist auch, dass man verbindet sich, weil... Ja. Ich Sachen eingesehen habe, du Sachen eingesehen hast und das ist die Einsicht, das ist der beste Weg zur Besserung, sagt man immer. Das ist halt wirklich gut. Es kommen am Tag, grüß dich, am Tag kommen 7000 Studien raus über Diäten, also beziehungsweise über Ernährung. 7000 Studien am Tag. So, und jetzt, wir sind so umzingelt quasi, die Menschen wissen nicht mehr, was sie essen sollen. Es gibt über alles, über jedes Produkt gibt es 50.000 Vorteile und 50.000 Nachteile. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und die Diät ist die beste. Nein, das ist das Beste. Ihr müsst ja nur die Zeitschriften ausmachen, dann heißt es wieder, diese Ernährung ist die beste. Brigitte-Diät, Low-Carb-Diät, Gemüse, Fasten, was es da alles gibt. Und im Endeffekt das einzig richtig Wahre ist, das zu essen, was einem schmeckt, dass man sich wohlfühlt, dass man sich fit und gesund fühlt. Und alles andere ist Bullshit, meiner Meinung nach. Alles andere, sich an irgendwas zu halten, so was andere schreiben. Das ist ja nur, wenn einer irgendwas schreibt, eine Diät. Vielleicht ist es für ihn gut, aber woher willst du wissen, dass es auch für dich gut ist? Ich habe auch eine Low-Carb-Diät gemacht und damals wurde gesagt, oh, Low-Carb-Diät, ja. Das ist es. Ja, ja. Siehst ja. du, es kann immer was kommen, das ist Marketing. Digga, guck dir Tiere an, die handeln instinktiv, was die essen. Und guck dir die an, wie sie sind. Die essen nicht Zucker oder so einen Scheiß. Und soll ich auch ganz was hinzufügen? Tiere, die draußen in der Natur leben, die haben keine Erkrankungen, wie wir es kennen mit Krebs und das. Aber die Haustiere von uns, Kevin,
die Haustiere kennen. Alles klar, ich will mein Haustier kennen. Oh, Katzen wollte ich sagen. Ja. Haustiere wie Katzen und Hunde zum Beispiel. Die kriegen auf einmal auch Erkrankungen. Warum? Weil sie sich ja viel auch beteiligen an dem, was wir essen. Und Digga, deswegen, Alter, für mich ist halt einfach auch klar, und das finde ich cool, dass du es auch so siehst, es ist klar, dass die Ernährung ist A und O, soll sich auf sich selbst abstimmen und nicht irgend so ein Ernährungsplan, den irgendeiner geschrieben hat so, und dann damit auch Geld macht. Ja, deswegen vertraut euch selber und spart das Geld und holt euch lieber was Gescheites zu essen oder kocht euch was Schöneres. Also summa summarum oder wie sagt ihr? Ja, summa summarum. Ist bei dir in den Diät nichts rumgekommen, ne? Nee, gar nichts. Also es hat mich immer nur nach hinten geschossen und im Endeffekt habe ich... Das ist auch das Konzept, weil dann wieder neu bezahlt werden muss. Ja, kann, also 100%, weil es zerstört den Körper und 98% oder 99% der Diäten scheitern auch. Also ist auch Fakt, das ist Fakt und mach langfristig dick, deswegen bringt's nichts. Absolut nicht, nee. Erstmal Respekt, dass wir darüber reden. Nein! Nee, also, ja, jetzt hast du es, ne? Jetzt möchte man neu ansetzen. So, dann fangen wir einfach mal an mit den Fragen. Jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zu was anderem, und zwar hatte ich noch ein paar Community-Fragen. Und da frage ich doch einfach mal, 5 Fragen würde ich sagen, reicht ja. 5 Fragen können wir doch ganz entspannt machen. Wann hattest du deine erste Freundin und deinen ersten Kuss? Meine erste Freundin hatte ich mit 13, 14. Ich glaube 13 war es, ja. Mit 13 meine erste Freundin und dann auch meinen ersten Kuss dementsprechend. Ja, okay. Da war ich noch richtig Schmetterling im Bauch. Wieso hast du bei Love Island mitgemacht? Also erstens wollte ich diese Erfahrung machen im Fernseher, mal dabei zu sein. Zweitens, ich war Single, ich wollte mal was riskieren. Und drittens, ich hatte einfach Bock darauf. Ja. Warum er sich für Diana bei Love Island entschieden hat und nicht für Melissa? Dazu sage ich nichts mehr. War einfach damals so, ich bin da auch meinem Instinkt nachgegangen und ja, mehr will ich darüber auch nicht sagen. Bei der einen gab es Schokoriegel, bei der anderen nicht. Scheiße. Das war die Antwort. Frage 4. Wie bist du damit umgegangen, wenn du Sprüche bekommen hast wegen der Essstörung? Also ich muss sagen, ich habe erstens gar nicht schlimme Nachrichten bekommen. Im Gegenteil, nur positive, weil was sollen die sagen? So, du bist krank und so. Ja, ich weiß, dass ich damals essgestört war. Es war auch so. Und wenn ihr dazu steht, dann kann euch auch nichts passieren. Und ja, also ich habe auch keine irgendwie negativen Kommentare bekommen oder Nachrichten. Deswegen, selbst wenn... Es seid ihr, es gehört zu eurem Leben dazu, steht dazu, dann kann euch nichts passieren. Hatte er schon mal einen Dreier? Hatte ich schon mal, ja. Ja gut, ob das jetzt nur 2 Frauen oder 2 Männer waren, das lassen wir einfach mal stehen im Raum. Nein, es waren auf jeden Fall Frauen, ja. Also alles im Rahmen. Alles, coole Erfahrung, aber würde ich nicht nochmal machen. Nee, es war schon, ich höre mit 17 oder 18, ja. Coole Erfahrung, aber... Also das Thema Sex angeht, wir Ossis, das kann ich euch nur einem empfehlen, lebt euch erstmal aus, seid vorsichtig zwar, aber lebt euch aus, Alter. Ja. Das soll man auch machen einfach, weil sonst, you never know when you know, you never know. Das stimmt, ja. Dann waren das auf jeden Fall jetzt alle Fragen. Wie hat der Drink geschmeckt? Geil, Mann, richtig geil. Also jetzt ohne, also ohne Spaß jetzt. Ja, sonst wäre nicht leer, Danny. Also ja. Ich trinke auch nichts. Also richtig super. Richtig geil. Kalt gepresste Juice von Aaron Saftladen. Danke, dass du herkommen bist, dass du über das Thema gesprochen hast auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Ich habe damit nichts zu tun mit dem Thema. Aber ich glaube, Menschen, die jetzt betroffen sind, hast du damit auf jeden Fall weit geholfen. Ich verlinke euch hier unten von RTL 2 auch nochmal. Das kann man ja mit reinnehmen. Genau. Da hast du auch gesprochen. Da habe ich auch gesprochen. Es ist ein kleineres Interview, aber es ist auch über das Thema. Wie lange ungefähr? 10 Minuten. Auch 10 Minuten hat er noch über die Sachen gesprochen, aber fast auch eigentlich identisch. Aber hier... Hier ist also mehr ins Detail, bin ich auf jeden Fall gegangen. Wenn ihr Fragen habt, weiter an Danilo zum Beispiel, ich habe hier in der Infobox unten
habe ich seine Seite verlinkt. Oder jetzt noch nicht, aber die verlinke ich. Da könnt ihr ihn auch gern schreiben oder könnt euch natürlich leckere Kochshows angucken mit Rezepten. Da möchte ich natürlich auch noch weiter irgendwie auch professioneller werden. Und irgendwann wird der Chefkoch. Ragazzi. Und ja, hat mich gefreut, dass du mein Gast warst und dass du darüber gesprochen hast. Ist halt wirklich keine Selbstverständlichkeit, weil ich auch weiß, wie schwer es ist, über ein Thema zu reden, was einen selbst belastet hat über Jahre. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ja. Bis zum nächsten Kiosk-Interview. Das war das dritte Kiosk-Interview und ja. Danilo, ich überlasse dir das Schlusswort. Ich sag auch nochmal vielen lieben Dank an Danny, dass ich einfach das Interview mit dir führen durfte. Das war, wie gesagt, ein Thema, was ich schon länger mal aus mir raus sagen wollte. Und das ist jetzt in Form von einem Interview umso besser, dass ich das nicht alleine machen musste. Vielen Dank und ich hoffe, ich konnte irgendwie Menschen einfach mitnehmen, ansprechen, berühren, weil ich weiß ganz genau, ich habe damals Hilfe gebraucht oder einfach so ein Video auch habe ich mir selber angeschaut, wo die Leute darüber gesprochen haben und es tat mir einfach extrem gut. Deswegen hoffe ich, ich kann irgendjemand da mitnehmen und ansprechen und ja, vertraut euch selber und extern von Diäten wirklich haltet die Finger davon weg. Ja. Und vielen Dank dir, Danny, für die Zeit und für das coole Gespräch. Gerne. Vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Das kam mir nicht vor wie jetzt eine Stunde oder was wir geredet haben. Alles klar. Also, wisst ihr Bescheid in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.